Ja, das sieht doch wieder richtig gut aus hier an der Stelle. Ein paar schön dicke Saiblinge gehen hier gerade rein auf Köderfisch. Ja, Köderfisch läuft ja. Seitdem es ein bisschen gebufft wurde, ist Köderfischangeln tatsächlich immer wieder interessant und man muss es ausnutzen. Denn einige Fische laufen einfach verdammt gut immer wieder auf Köderfisch. Zum Beispiel 4,2 Kilo Bachsaibling, das schmeckt aber richtig. Ja, der fehlt mir zum Beispiel noch als Trophy. Von daher wäre das natürlich der Oberburner, wenn mir hier irgendwann so ein schöner Bachsaibling mal reingeht. Ne? Ich werfe hier gerade am Ladogasee maximal aus. Zack, so weit es gerade geht. Ich kann dir nicht sagen, wie weit das ist. Ich habe nicht geklippt. Ich habe dir 70 Gramm Blei habe ich hier drauf oder sowas. Wir gucken uns das gleich im Detail an und dann gib ihm maximal raus. So ein bisschen Richtung Steinwand wollen wir. Nicht so ganz so ins Offene, sondern so ein bisschen an die Steinwand. Und da ballert es rein. Ich habe vorher schon ein bisschen woanders rum probiert. Und zwar hier an der Stelle Richtung Leuchtturm. Ja, geht auch immer wieder. Auf jeden Fall auch testen. Aber hier an der Stelle läuft es gerade. Und ich würde sagen, sehr, sehr, sehr eindeutig. Ab hier, bam, 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 komplett auf Saiblinge. Ludoga-Ränke mit drin. Ab und zu mal eine Quappe mit drin. Ludoga-Saibling mit drin. Und der absolute Burner, 1,18 Kilo Klotzsaibling, der seltene. Richtig, richtig nice. Also, es sieht hier gut aus auf Köderfisch. Was man halt immer so ein bisschen machen muss gerade, immer, hier siehst du, immer wieder Kontrolle. Denn es zubbelt zwar manchmal ein bisschen und man denkt sich, ja, jetzt ist gerade Biss. Oder hat er nur kurz rangenagt und oder ist es der Köderfisch selbst, der gerade zuppelt? Man muss hier schon immer wieder kontrollieren, ist da der Fisch wirklich drauf? Hat er schon gebissen oder nicht? Oder mal kurz einen Blick wieder in die Rute rein. Ist da vielleicht schon wieder diese Schrift am Wackeln? Gibt es diesen Bug? Wackelt die Schrift gerade? Ist da auch wieder ein Biss dran oder nicht? Also das muss getestet werden und im Moment muss ich sagen, sieht es wirklich, wirklich gut aus. Ich bin mega zufrieden. Ich habe vorhin schon ganz kurz am Koori gestanden, auch schon auf Saibling hier getestet. Da war das gar nicht gut. Da war das gar nicht gut. Von daher jetzt hier am Ladoga und das sieht wirklich tipptopp aus gerade. Gleich nochmal eben hier langziehen. So, und dann gucken wir, würde ich sagen, mal als erstes kurz in den Wetterbericht rein. Ja. Das ist doch schön. Wir haben hier konstant ein bisschen bewölkt. Gar nicht mal so kalt. 19 Grad Durchschnittstemperatur. Also es hat sich bisher kaum was geändert. So sieht es die ganze Zeit aus. Und so kann es auch gerne weitergehen. Beziehungsweise so geht es ja auch weiter. Von daher nutzen wir das aus. Und ich werde jetzt hier schön noch ein bisschen länger durchziehen. In der Hoffnung, hier endlich mal irgendeinen dieser Saiblinge als Trophy zu kriegen. 4,2 Kilo. Ist schon mal nicht so schlecht. Ist schon mal nicht verkehrt. Ey. Also, von der Position her, wer es noch nicht erkannt hat, na klar hier, ich bin voll alleine. Robinson Crusoe-mäßig auf meiner Insel hier. Hier ist die Insel. Das heißt also, kurz rausfahren aus dem Hafen, direkt straight up rüber, die letzte Insel. Vielleicht am besten hinten rumfahren oder hier vorne an der Seite anlegen. Da kann man ganz gut hin und dann eben auch aussteigen hier an der kleinen Ecke. Wir haben hier so einen kleinen, schönen Hafen sozusagen. Hervorragend. Und dann lübt das Ganze auch. Irgendwo hat es gebimmelt. Ja, da wieder auf der 2. Und dann gebe ich ihm Köderfisch angeln. Ganz wichtig, Kaulbarsche. Gönnt euch richtig, richtig viele Kaulbarsche. Ich würde sagen, mal schön 2 Nächte auf Kaulbarsch gehen. Also richtig massiv. Und dann so mit ungefähr 50 Kaulbarschen hier einfach mal antanzen und dann durchballern. Das muss sich ja auch lohnen. Mit 5 Köderfischen lohnt sich das nicht. Man hat immer mal wieder auch Beifänge. Mal ist dann ein Zander dran, eine olle Quappe dran oder auch einen Barsch. Wollen wir natürlich nicht, aber was willst du machen? So ist es nun mal. Beifänge hast du immer mal.
Von daher schon massiv reingehen, ordentlich vorarbeiten, damit man sowas auch mal ausgleichen kann. So, direkt wieder reingucken. 4-0er Haken. Ich würde sagen, wir gucken erstmal ins Set. So sieht das Setup aus. Alle drei Routen. Hier ist gerade 50 Gramm. Ne, ich glaube, ich habe 50 und 70 Gramm. Also werfe ich quasi unterschiedlich weit. 50 Gramm Blei massiv rausgeballert. Ich würde sagen, von der Entfernung schätzungsweise 40 bis 50 Meter. 40 bis 50 Meter sollten das ungefähr sein. Ich war gerade noch auf 35 Meter geklippt in der Rinne. Und hier bin ich jetzt weiter raus. Auf jeden Fall weiter. Also ich würde sagen, 40 bis 50 Meter auf jeden Fall weit draußen. Ich bin tatsächlich relativ groß hier unterwegs. Was mich extrem stutzig macht, denn trotz allem ballern hier die richtig guten Saiblinge drauf. Auf 27,7er Fluorocarbon. Ohne Probleme. Ich bin total begeistert, weil es läuft halt, ne? Zack, also wieder raus damit, volles Mat. Ja, das sind so 40, 50 Meter werden das sein. Das passt schon. So, zack, schön stramm ziehen. Hier vielleicht auch nochmal. Habe ich hier einen Vergammelten drauf? Ich habe hier einen Vergammelten drauf. Ich denke mir schon seit drei, vier Bissen, warum beißt denn hier nichts mehr drauf? Das ist es halt immer. Immer die Vergammelten, die sich automatisch wieder nachlegen. So, anklicken, raus damit. Im Idealfall nimmt man natürlich seine Köderfische, wenn man jetzt hier den Kaulbarsch hat, und lagert die einfach alle irgendwie im Haus, im Zelt oder weiß der Geier wo, weg damit. Und dann laufen auch automatisch immer nur noch die, die man in der Tasche hat, nach. Also immer wieder die frischen, die kommen dann immer wieder nach und dann ist das ganz okay. So, benutzen. Zack, auch hier, warte mal, hatten wir hier 70? Hier ist 70 Gramm, ja. Also das Ding fliegt nochmal ein Stückchen weiter. Ja. Ja, fliegt ein ganzes Stückchen weiter. Also ich würde sagen, so 70 Gramm ist vielleicht gar nicht verkehrt. Da ist man vielleicht sogar bei 50 bis 60 Meter mit unterwegs. Und hier schon wieder Biss. Ja. Wahrscheinlich ist 50, 60 Meter gar nicht wichtig. Wenn das hier vorne schon ganz gut klappt, die dicken Dingers hier reingehen, dann ist doch alles tutti. So wollen wir das doch haben. Und wenn hier vielleicht sogar, ich überlege, soll ich feiner reingehen oder nicht? Was sagst du? Hast du schon Saibling gefangen? Eher fein? Guck mal hier, ausgeworfen Biss. Könnte aber auch ein Zander sein, ne? Es kann auch hier ein Wels drauf gehen. Oder halt wieder eine olle Quappe. Eieiei. Also, auch in der Nacht sieht es ganz gut aus. Und man sieht auch, zack, wieder raus. Jawohl. Sieht man das hier so ein bisschen? Ja, ne? Da vorne, so hier diese dunkle Area. Hier ist so ein heller Bereich. Hier, das ist so dieser helle Bereich. Und hier dieser Balken hier sozusagen, der etwas dunklere. Ich zoome mal wieder zurück. Da, wo jetzt so ungefähr das Auge ist, dieser dunklere Bereich, diese letzte Partie von der Felswand sozusagen, das ungefähr als Ziel, das passt schon mal so ganz gut, wenn man das so anwirft. Und jetzt gucken wir gerade natürlich nochmal kurz auf der Map, wo das gleich ist. Oh ja, der ist auch nochmal ein bisschen größer. Boah, Alter, wenn hier die Saiblingstrophy reingeht, ne? Endlich, das wäre so krass, ey. Mittlerweile muss ich sagen, mein neuer Nemesis-Fisch oder alle drei. Nachdem der Seesaibling so ewig gebraucht hat, ewig, mehrere Jahre, bis ich endlich einen Seesaibling hatte, jetzt sind die normalen Saiblinge ja auch schon seit Jahren immer mal wieder dabei, dass ich die beangel. Und es wird und wird nicht, ne? Irgendwann muss der Brocken reingehen. Ja, cashmäßig ist es auch sensationell. Also ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Ich werde jetzt erstmal nicht hier wegdüsen zum Fischmarkt und hier verkaufen gehen. Ich werde es hier weiter durchballern, noch ein bisschen. Solange die Köfis noch da sind, solange ich noch ein paar in der Tasche habe, dann läuft das. Also ganz viele sind es gar nicht mehr. So, zack, wieder raus. Na guck, der geht ein bisschen weiter links, aber passt auch. Wo stehen wir hier? Ich peile es nochmal eben an. So, genau da wollen wir hin. Und genau da sind wir. Na siehste. Also, man peilt tatsächlich hier hinten diesen letzten Winkel an. Das ist das, was man so ungefähr sieht. Und deswegen einfach geradeaus raus. Irgendwo hier in der Area werden wir landen. Vielleicht ist es auch hier nur ganz knapp. Ich habe es noch gar nicht ausgemessen. Maximal rausgeworfen. Und es scheint zu funktionieren.
So viel dazu. Ich denke mal, das alleine wird schon gut Cash sein. Wenn ich gleich durch bin mit dem Ganzen, gucke ich gleich natürlich nochmal ins Café rein, gucke mir das an, was das dann an Kohle bringt. Ich würde sagen, dann poste ich das einfach hier gleich nochmal rein. Und dann haben wir hier zumindest auch mal ein paar Infos, was das Ganze an Cash gebracht hat. Jetzt ungefähr oder ziemlich genau 30 Minuten an der Stelle. Vorher die andere Stelle, wie gesagt, im Moment oder gerade heute jetzt, wo ich getestet habe, in Richtung Leuchtturm. Das waren hier die größten. Und da habe ich gedacht, nee, komm, Alten, reicht jetzt aber auch. Ich werfe mal woanders hin. Und sofort ging es los eben hier in der Area. Und das ist natürlich das Krasseste da oben rechts in der Ecke. Der Klotz-Saibling. Mehr davon. Digga für der Brocken, schöne Klotz-Trophy. Das wär's doch. Ich glaube, wir haben alles. So viel dazu. Da vorne bimmelt es schon wieder los. So kann das gerne weitergehen. Und na komm, komm, den ziehen wir noch raus. Und dann würde ich sagen, habe ich auch, glaube ich, genug gezeigt, oder? Da ist jetzt bestimmt die Trophy dran ein. Ich sehe jetzt schon, komm. Das ist sie. The one and the only. Bah, naja, nicht ganz. Ja, Kaulbarschangeln ist natürlich immer das A und O, wie gerade schon gesagt. Von daher auch einfach mal gucken im Discord. Link zum Discord ist direkt unterm Video. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es gibt immer noch einige Spots, die da schön dokumentiert sind. Und das sind auch immer wieder die Spots, die halt regelmäßig funktionieren. Sowohl am Moskitosee, am Windenbach als auch an der Belaya. Also diese drei Gewässer nutzen, um auf Kaulbarsch zu suchen. Wenn du vielleicht noch einen aktuellen Kaulbarsch-Spot hast, gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, denn das ist immer the key. Das ist immer entscheidend. Na, und ich würde sagen, alle, die bis jetzt gerade zum Ende durchgeguckt haben, die haben jetzt noch mal ein bisschen die Bonus-Infos und wissen, wo man jetzt noch die Kaulbarsche holt. Wie gesagt, einen klassischen Spot verlinke ich auch noch mal an der Belaya. Einer der Spots, die halt immer wieder richtig gut funktionieren. So viel dazu. Ja, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter raus und dann gucken wir mal, was jetzt am Ende so der Kescher gebracht hat. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.